Mit der Steifkonstruktion der Schwebefähre, Herr Böttcher hat das nochmal in einem schönen Aufsatz dargelegt, mit der Steifkonstruktion der Schwebefähre hat er sich nicht auseinandergesetzt, obwohl er sie 50 Jahre vor der Nase hatte. Im Gegenteil, 1945 und 1952 ließ er deren Vorgänger Drewes Pram im Ostenpanorama wieder aufliegen. Dieses Phänomen, das kennen wir auch von Caspar David Friede zum Beispiel, der in der Sächsischen Schweiz ein Bild oder Bilder gemalt hat, eins speziell habe ich im Auge, wo er eine Brücke beiseite lässt, die zu seiner Zeit schon existierte, und die wilde Landschaft sozusagen betonen wollte.